I'm here walking to the finish area for the Ski World Championship in Samoritz. And we are here. Letzte Sonne, der hier unter uns der Startnummer 102. Wir wollen uns aber dann auf diese Und mit Bruno mit der 5, Philipp Zürkofer. Mit der 6, Marcel Hirsch. Und mit der Jonne mit der 1. Mit der 15. Wir den Vornamen, ihr den Nachnamen. Justin! Mit der 7. Die 23 für Tino. Und die 27 für Leut. Danke. Moritz Vorsitter! Wow. Alle zusammen, kommen alle Bahnen, alle Hände auf die Terrasse, im Village. Und diese Stimmung ist großartig. Der fünffache Sieger im Weltcup aus Frankreich. Mit der Nummer 1, Victor Müffa-Jollet. Wow. Aus Frankreich. So wollen wir das haben bei jedem Fahrer. Erste Richtzeit 1:07:88, von dem wir nicht genau wussten, ob er heute dabei ist. Aber wir freuen uns auf den Auftritt vom Mann aus Partenkirchen. Hier kommt Felix Neureuther. Ja, Felice ist gestürzt im Teambewerb und hat sich da wehgetan. Aber wie sehr schmerzt das? Neureuther! Wenn da oben einen drüber fährt, soll es hier toben im Stadion. Eine Sekunde Rückstand, come on Felix! Lass mich die Schmerzen vergessen mit einem tollen Applaus. Hier kommt Felix Neureuther. 1:08:52. 64 Meter Rückstand, abwärts Nummer 2. Ich hoffe, dem Rücken geht es einigermaßen. Wäre die allererste Medaille für ihn bei Weltmeister. Leute, da ist er! 43 Hundertstel, richtig schnell. Das heißt, er will eine Medaille. Hier kommt Mathieu Fevre. Ein kleiner Rutscher hier kurz vor dem Ziel. Aber gibt das die neue Bestzeit für Mathieu Fevre? 1:07:51. Handbewegung oder hey, da kommen noch viele geniale Skifahrer. Und zwar 2011 bei den Weltmeisterschaften in Garmisch. Harte Team. Auch er stark gefahren vor einem Jahr hier in St. Moritz. Vierter Platz beim Weltcup-Final. Was zeigt er uns hier? Ist auf gutem Weg. Ist schneller geworden, hat aufgeholt. Auf Patrick Christoffersen. Letztes Tor für Felix Zürkofer. Bestzeit! 20 Hunde, da ist er nochmal so richtig aufs Gaspedal gestanden. Aber das kann natürlich auch ein Marcel hier sein. 900 vorne bei der ersten Zwischenzeit. Wir schauen auf die zweite. Hier kommt die dritte Zwischenzeit. Noch einmal ausgebaut. 3400 ahead at the third intermediate. Der Silbermedaillengewinner hier an der WM in der alpinen Kombination. In den letzten Turm Marcel Hirscher. Was macht die Zeit? Wann bleibt sie stehen? 1:06:73. Bestzeit. Jo, das wird spannend im zweiten Turm. So geht das, werde ich sagen. Wow, toll. Hier kommt der nächste Anwärter. Auch er Kronfavorit auf WM-Gold. Alexi Bötte. Er hat sich ja WM bei Beaver Creek Bronze im Riesenslalom. Da war er Dritter. Aber heute möchte er natürlich einen Schritt nach vorne machen.
35 Hundertstel ist er zurück. 35 Hundredths behind at the second intermediate. Kommt jetzt über die Kante, kommt jetzt in unser Blickfeld. Und da kann er uns hören. Alexis Petio kann jetzt nochmal so richtig auf Zug fahren, kann er aber auch Zeit gut machen. 34 Hundertstel jetzt mal hinter Hirscher. Wo landet er? Auf 2, 3 oder vielleicht ganz oben? Hier kommt Alexis Petio! Dritter Platz! 35 Hundertstel liegt er zurück, 35 Hundertstel rein, third place vor Alexis Petio. Troisième Position! Die sind also unten, haben mal ihre. Kommt er bei uns ins Bild? Das ist Mats Olsson! 33 schneller als Hirscher! 300 aufgeholt zwischen der zweiten und der dritten Zwischenzeit. Aber Olsson auf dem Weg in die ersten drei. Reicht das für eine neue Bestzeit? Reicht das für Grün? Fragezeichen? Nein. Wow! Vierter Platz. Fourth Position, die Schweden. Satz. Bringen kann 32 etwas verloren. 32 behind the leader Marcel Hirscher at the second intermediate. First five races. Kommt jetzt über den Rodinger Sprung. Florian Eisatz in unserem Blickfeld und er kann uns hören. Dann nur sein Rückstand auf Hirscher, jetzt leichte Probleme beim Südtiroler. Leute, alle gemeinsam für Florian Eisatz! Eins. Hier kommt der erste Auftritt heute eines Schweizers. Hier kommt mit der 15 Justin Müsi. Geworfen, 68 Hundertstel. Aber da ist noch was möglich mit der Unterstützung des Publikums. Justin Müsi, jetzt ist er hier! Sekunden, der 10. beste Zwischenzeit für Müsi. Come on, Justin! Die letzte Tore! Platz 1-11 verliert er hier den 10. Olympiasieger in Vancouver. Hier kommt Kano Jakob! Und da muss man gar nicht mehr sagen, wir tragen ihn auf der Welle der Begeisterung ins Ziel auf Salah Streitz. Yes, Kano! Letzten 4 Tore für Kano Platz 1,32 verliert hier der Mann aus Obersachsen, der natürlich. Schaut in dieser Platzierung genau. Ja, super. Immer in den Top 6 war er drin. Was macht die dritte Zwischenzeit? Etwas verloren und da hat er auch die Kontrolle über die Richtung verloren. Verpasst hier dieses blaue Tor. Alexander Amod Kilde damit ausgeschieden. Schauen Sie sich das nochmal an. Hier rutscht er weg und dann kommt das blaue Tor zu früh, keine Chance mehr hier rein zu ziehen. Kommt er über die Combattino Carriazzo. 1-0, 3-3-26, nicht viel verloren. Jetzt Gino, gib alles! Hop, schieß, hop, schieß, hop, schieß, hop, schieß, hop, schieß, hop, schieß, hop, schieß. Die letzte Tore für Gino Carriazzo. Etsy 1:08:16, 16. Platz. Mal an einer WM ein gutes Resultat hier unter den besten 15, sage ich, auf 12. Und jetzt kommt er hier in den Zielrand von Salah Streitz. Leuk Meyer. Schieß, schieß, schieß. Und hopp, Leuk, die letzte Tore. Kommt, Leute, Sonne drauf, Hände rauf, ein Schweizer in der Welt. Mit 1:08:74 verliert er mit 2 Sekunden 20. Die letzten 3 Tore, Leute, fahren rauf für Max Kastermann. Willkommen, Max!
und überlegen Sie, wie viele Vokale Sie in Ihrem Nachnamen haben. Ich wette, er hat mehr. 8 Stück aus Madagaskar. Andy Randli Amiarisoa. Und ab jetzt für alle nur mehr Andy. Championship and we are proud. Pretty good. This was amazing. First time in World Champs. Thanks again. Hey, and that's your applause. 1, 2, 3, come on, Switzerland! Burnaby! You're our hero! Good job, man.